1,15 Franken, so viel kostet der Euro am 2. August. Damit ist er fast 7% teurer als noch Anfang Jahr. Solche rasche Kursbewegungen sind im Devisenmarkt selten. Handelt es sich hier um ein Sommergewitter im Ferienmonat August? Ich begrüße Sie zum St. Galler Kantonalbank Investment Talk im August 2017. Mein Gast ist heute Caroline Hilp, Leiterin Anlagestrategie und Analyse St. Galler Kantonalbank. Caroline Hilp, alleine in den letzten Tagen Ende Juli hat sich der Euro um 5% aufgewertet. Üblicherweise braucht es für solch rasche Bewegungen überraschende Aussagen der Zentralbanken oder überraschende Wirtschaftsdaten. Was war hier der Auslöser? Es gab eben keinen klaren Auslöser. Es ist so die Summe der Ereignisse, die dazu geführt hat, dass der Euro stärker geworden ist. Ich denke da an die Wahl in Frankreich mit Emmanuel Macron. Das hat sehr viel Vertrauen in die Eurozone gegeben. Ich denke aber auch an die guten Konjunkturaussichten. Ebenfalls haben die ganzen Sorgenkinder in der Eurozone, Spanien, Portugal, wieder eher bessere Konjunkturdaten. Und zu guter Letzt sind natürlich am Markt im Moment viele Gerüchte darüber, wann die EZB restriktiver werden könnte. Und das hat im aktuellen Umfeld dem Euro doch Flügel verliehen. Handelt es sich hier im Kern um einen starken Euro oder einen schwachen Franken? Für mich handelt es sich klar um einen starken Euro. Denn beim Franken hat sich ja nichts verändert. Die SNB hat nach wie vor die Negativzinsen. Sie ist auch nach wie vor aktiv am Devisenmarkt. Auf der konjunkturellen Seite hat sich in der Schweiz nichts verändert. Es ist wirklich eine Stärke des Euros, die sich hier zeigt. Auf der Grafik sehen wir die Aufwertung des Euros gegenüber den 10 wichtigsten Währungen. Wie erklären Sie sich, dass sich der Euro gegenüber all diesen 10 Währungen aufgewertet hat? Was neben diesen genannten positiven Argumenten für den Euro natürlich hinzukommt, ist, dass im Moment am Markt der Risikoappetit vergleichsweise hoch ist. Und das hilft dem Euro, einer zyklischen Währung, eben auch, um eine gewisse Stärke gegenüber allen anderen Währungen zu zeigen. Die Geldpolitik in den USA ist restriktiver als in Europa und die Fed hat ja auch schon die Zinsen mehrmals erhöht. Trotzdem hat der US-Dollar gegenüber dem Euro am meisten nachgegeben. Müsste das nicht genau umgekehrt sein? Sie haben es ja schon bei Ihrer Einleitung gesagt. Normalerweise gibt es starke Währungsbewegungen bei einer Ankündigung. Und das war natürlich beim US-Dollar auch so, als die Fed angefangen hat, ihre Geldpolitik zu drehen. Nun ist sie schon in dieser restriktiveren Geldpolitik drin. Sie hat schon verschiedene Ankündigungen gemacht. Man hat schon einen gewissen Gewöhnungseffekt. Von daher ist rein intuitiv, ja, müsste der Dollar eigentlich stärker sein. Aber weil man sich schon daran gewöhnt hat und vor allem jetzt die Frage im Raum steht, wann die EZB der Fed folgt, profitiert nun eben der Euro davon und nicht mehr der Dollar. Aber auch gegenüber dem Schweizer Franken gibt der Dollar nach. Wie kommt das? Ich denke, hier sind zwei Dinge mit am Werk. Also einerseits gibt es hier auch keinen klaren Auslöser, aber was sicher eine Rolle spielt, ist, dass die US-Wirtschaftsdaten eher auf der enttäuschenden Seite ausfallen, gerade gegenüber dem Schweizer Franken belastet das. Und hinzu kommt natürlich, dass doch die eine oder andere verunsichernde Nachricht kommt aus dem Weißen Haus. Und meistens reagiert die Währung als erstes darauf. Und ich denke, das sehen wir beim US-Dollar im Moment auch. Seit Jahren kämpft die Schweizerische Nationalbank gegen den überbewerteten Franken. Sie hat also jetzt endlich Erfolg damit? Ich finde, sie ist schon länger erfolgreich damit, weil der Franken ist ja doch stabil geblieben, aber jetzt hat sie einfach beim Erfolg noch mal eins draufgelegt, weil jetzt wirklich der Franken so stark zum Euro quasi abgeschwächt hat, dass es effektiv sichtbar ist. Ich denke, für die SNB ist das schon eine große Entlastung, dass der Euro gegenüber dem Franken aufgewertet hat, denn gerade vor der Wahl in Frankreich musste ja die SNB sehr tief in die Tasche greifen, um den Franken stabil zu halten. Und schon alleine diese Entlastung würde ich auf der Erfolgsliste notieren. Wie beeinflusst der starke Euro die Aktienmärkte? Wer profitiert jetzt von diesem starken Euro? Zuerst kommt ja da natürlich die Schweizer Industrie in den Sinn. Die hat ja lange jetzt auch gezeigt, dass sie ihr der starke Franken Mühe machte oder dass sie lernen musste, damit umzugehen. Und jetzt im aktuellen Umfeld natürlich hilft das der Schweizer Industrie, um wieder mehr Aufträge an Land zu holen. Auf der anderen Seite natürlich betrifft es gerade die europäische Industrie eher negativ. Die jüngsten Daten haben gezeigt, dass die Industrieproduktion in Frankreich, in Italien und auch in Deutschland eher gestiegen ist. Und jetzt mit dem stärkeren Euro könnte sich hier ein kleiner Dämpfer zeigen. Und welche Unternehmen leiden unter dem schwachen US-Dollar? Unter dem schwachen US-Dollar leiden Schweizer Finanzwerte. Aber auch Luxusgüterhersteller sind negativ betroffen vom schwachen US-Dollar. Eher positiv ist der schwache US-Dollar für Technologiewerte.
Einige Ihrer Kollegen sehen den Euro schon über 1,20 Franken. Was sagen Sie dazu? Wenn meine Kollegen recht haben, dann freue ich mich natürlich darüber, weil das für die Schweizer Wirtschaft eine gute Nachricht ist. Ich denke aber, dass Sie mit dieser Prognose eher etwas zu hoch greifen und ich glaube nicht, dass wir 1,20 Euro-Franken so bald sehen werden. Die Aufwertung des Euros gegenüber dem Schweizer Franken ist also nur ein vorübergehendes Phänomen? Meiner Meinung nach ist es in dieser starken Ausprägung ein vorübergehendes Phänomen, ja. Ich denke, dass er sich in den nächsten 3 Monaten wieder Richtung 1,13 bewegen wird und ich glaube sogar, dass er in einem Jahr wieder eher Richtung 1,10 tendieren wird. Heißt das, dass ich als Schweizer Obligationenanleger jetzt einen Teil der Euro-Obligationen verkaufen soll zum günstigen Wechselkurs? Wenn Sie schon lange darauf gewartet haben, dass der Euro zum Franken endlich stärker wird, finde ich es eine gute Gelegenheit, um Euro-Positionen im Depot abzubauen oder auch ganz zu reduzieren. Caroline Hilb, vielen Dank für das Gespräch. Wie sehen Sie den Wechselkurs Schweizer Franken-Euro? Teilen Sie Ihre Meinung. Unser Hashtag Investment Talk.